Dankeschön, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gestern auf den Tag genau vor einem Jahr hat der bis dahin völlig unbekannte Mitarbeiter der NSA, Herr Edward Snowden, einen mutigen Schritt getan. Er hat seine arbeitsvertragliche Verschwiegenheitspflicht gebrochen und der Welt von einer Überwachung ungeahnten Ausmaßes berichtet. Der Überwachung aller unserer Kommunikation im Internet, aller Telefonate, auch das der Kanzlerin. Und Generalbundesanwalt Range hat sich nun endlich bequemt, diese Ausspähung zum Anlass von Ermittlungen zu nehmen. Das ist gut so. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir heute die Überwachung der Computer der Berlinerinnen und Berliner durch die Berliner Sicherheitsorgane. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung, es ist angesprochen worden, zur Online-Durchsuchung im Jahre 2008 die Sensibilität der Überwachung von Computern erkannt und das Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit der informationstechnischen Systeme konstituiert. Sperrig, aber wichtig. Und es forderte, und darum geht es bei dem Antrag der Piraten, bei Eingriffen in dieses Grundrecht die Sicherung der Grundrechte durch technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben. Das ist zu betonen, weil Ausgangspunkt der Debatte um den Staatstrojaner die Feststellung war, dass auch die in Berlin eingekaufte Software viel mehr kann, als das Bundesverfassungsgericht erlaubt. Und nun vertrat Senator Henkel, ich stimme Ihnen da nicht so zu in Ihrem Optimismus, Herr Kohlmeier, nun vertrat Senator Henkel im Innenausschuss die Auffassung, der erworbene Trojaner könne nach einer weiteren Sicherheitsüberprüfung, die schon ziemlich lange andauert, ohne weiteres eingesetzt werden. Es fehle nur an der richterlichen Anordnung im Einzelfall. Diese Sichtweise hat uns überrascht, denn bisher sind die technischen Bedenken eben gerade nicht ausgeräumt. Das vorhandene Programm kann eben viel mehr als nur den Kontakt nach außen zu überwachen. Sie haben das ja schön beschrieben, worum es eigentlich geht, den Kontakt des Computers oder des Handys nach außen und nicht die Ausforschung dessen, was in dem Computer passiert. Und solange das aber das technische Können nicht auf den Bereich des rechtlichen Dürfens beschränkt ist, darf die Software, und da haben die Piraten völlig recht, eben nicht eingesetzt werden. Schließlich handelt es sich rechtlich dann eben nicht um eine Quellen-TKÜ, sondern um eine Online-Durchsuchung und für diese fehlt es bekanntlich an einer Rechtsgrundlage. Deshalb ist uns unverständlich, warum die Koalitionsfraktionen hier so relativ leichtfüßig mit den gravierenden Bedenken umgehen und offenbar kaum an sich halten können, wenn es darum geht, in unsere Computer einzudringen, in die Computer der Berlinerinnen und Berliner und diese auszuforschen. Das überrascht vor allem deshalb, weil in dem eigenen Koalitionsantrag, zu dem Kollege Kohlmeier kein Wort gesagt hat, Drucksache 17-729, nämlich in der Sache kaum etwas anderes drinsteht als im Antrag der Piraten. Dort wollen die Koalitionsfraktionen, ich zitiere, auch Software, die den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht entspricht, nicht einsetzen, was im Übrigen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich frage mich, warum ist eigentlich dieser Antrag nicht weitergetrieben worden, sondern nach der Anhörung im ITDAT offenbar versandet? Das wäre ja erfreulich. Das ist ja euer Antrag gewesen. Drucksache 17-729 steht das drin. Das wäre doch erfreulich, wenn dieser mal wieder aufgerufen wird und wir das hier beschließen könnten. Wir Grüne wollen jedenfalls der stark gewachsenen Bedeutung des Computers für die private Lebensführung vieler Bürgerinnen und Bürger Genüge tun. Dazu kann das Berliner Abgeordnetenhaus heute mit der Zustimmung zu diesem richtigen Antrag der Piraten einen Beitrag leisten. Den größeren und wichtigeren Beitrag dazu könnte allerdings der NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages leisten, wenn er endlich die Vernehmung von Edward Snowden in Deutschland beschließen würde. Ich danke Ihnen.